Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro-Freunde. Heute möchte ich euch das Pyromobil von Komet vorstellen. Ein Jugendfeuerwerkssortiment mit 130 Sachen, wie ihr hier sehen könnt. Ja, ist so aufgebaut wie ein Feuerwehrauto. Hier oben noch mit kleinem Sichtfenster. Hier haben wir auch noch die Artikelangabe, also welche enthalten sind. Und da werden wir gleich mal sehen, was so enthalten ist. Und dann seht ihr auch den Grund, warum ich dieses Video mache. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hier seht ihr jetzt die ganzen Artikel und die werden wir jetzt mal mit dieser Rückseite hier vergleichen. Also steht zum ersten Mal drauf 50 mal Pumpkin Dancer, also eine Packung, und da haben wir hier eine Packung Pumpkin Dancer, dann noch eine zweite, auch noch eine dritte, dann noch eine vierte, außerdem noch eine fünfte Packung. Hier seht ihr schon, warum ich dieses Video mache, also Komet verarscht wieder mal auf ganzer Länge. Dann sehen wir 40 mal Superknallerbsen, also insgesamt vier große Packungen. Eine Packung, die zweite, die dritte und die vierte Packung. Ja, das stimmt schon mal. Dann 10 mal Koboldkreisel finden wir leider nicht mehr. Dann 10 mal tolle Biene finden wir leider auch nicht mehr in diesem Sortiment. 6 mal dicke Brummer, also zwei Packungen. Eine Packung und die zweite. 2 mal Small Pagode, also zwei Vulkane. Die haben wir auch noch enthalten. 8 mal Blitz und Donner, also eine Packung. Einmal Partyknaller blau und einmal Partyknaller gelb. Wir haben nur zweimal die roten und zweimal die grünen. Also ihr seht schon, Komet verarscht mit diesem Sortiment auf ganzer Länge. Vielleicht habe ich auch nur eine Fehlbefüllung erwischt. Ja, also es sind fünfmal die Pumpkin Dancer enthalten und dafür keine 10 Koboldkreisel und keine 10 tolle Biene. Ich werde das Sortiment jetzt trotzdem noch draußen testen und wünsche euch trotzdem viel Spaß, aber wie gesagt, das Sortiment, bin ich sehr enttäuscht gewesen. Bis gleich. So, wir sind jetzt draußen und da gibt es das Pyromobil für euch. Wir legen los mit dem dicken Brummer. Viel Spaß. Weiter geht's mit dem Blitz und Donner. Wir zünden jede Sorte einmal. Zuerst der rote. Von rot leider nichts zu sehen, aber sonst ziemlich hell. Und jetzt noch der grüne. Ja, hier kann man schon das Grün schön erkennen. Aber leider nicht so hell. So, und zum Schluss der Small Pagoda. Ja, die brennt aus nicht so gut, aber trotzdem schöner Effekt immer wieder. So, jetzt habt ihr gesehen, was man mit 5 Euro alles zünden kann. Also der Rest ist halt nur noch hier Knallerbsen und so Partyknaller. Also für 5 Euro wirklich sehr teuer. Ich weiß nicht, was Kometa für eine Scheiße gemacht hat, aber kauft euch das auf keinen Fall. Außer es war eine Fehlbefüllung. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Effects Firework.